Hallo zusammen und herzlich willkommen bei uns im Garten-Gemüse-Kiosk. Es ist Zeit wieder für einen Gartenrundgang. Gartenrundgang Juli. Und ihr seht es schon hinter mir, es ist ganz schön bunt geworden, es brummt und summt, da ist richtig viel los. In unserer Blumenwiese, da hatte ich am Anfang so ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt noch was wird, weil da ist auch jede Menge Ackerwinde drin. Disteln ziehen wir immer wieder raus. Aber was soll ich sagen? Es hat sich doch gelohnt. Hier sind so viele bunte Punkte und vor allen Dingen so viele Insekten drin. Das ist ja richtig schön, da freue ich mich jeden Tag drüber. Aus aktuellem Anlass vielleicht ein Aufruf. Ich habe letztens einen Artikel gelesen vom NABU zum Thema sommerliches Hummelsterben. Und wenn man den Hummeln helfen möchte, dann kann man gut ein paar Pflanzen in seinem Garten anlegen, wie beispielsweise Malven, Lavendel, Sommerflieder, verschiedene Kleearten, Artischocken und so weiter. Aber bei uns auf der Homepage in dem Blogartikel habe ich den Artikel, den ich gelesen habe und wo es auch eine ganze Liste von Pflanzen gibt, mit denen man eben den Hummeln über den Sommer helfen kann, habe ich euch verlinkt. Schaut da gerne mal rein. In diesem Gartenrundgang werden wir gleich zusammen mal schauen, was hier in den Beeten so los ist, was gut gewachsen ist, was vielleicht nicht so gut gewachsen ist. Ein weiteres Bilderrätsel haben wir für euch. Wir schauen, wer das Buch Die Samengärtnerei gewonnen hat. Und wir haben eine kleine Ankündigung und einen kleinen Filmtipp für euch. Aber das kommt später. Wo wir schon mal gerade hier im neuen Gemüsegarten sind, schauen wir doch mal, was hier in dem Beet so los ist. Vor mir das Beet ist voll in voller Pracht. Hier ist es richtig grün. Gehen wir das Ganze mal so durch. Hier vorne, direkt neben mir, sind die Zucchini-Pflanzen und die werden regelmäßig beerntet. Ich ernte die auch sehr gerne, wenn die etwas kleiner sind. Das ist eine super leckere Sache. Die bleiben auch bis in den Herbst stehen. Das dauert ja, die sind ja sehr langatmig. Und dazwischen stehen ja Konpflanzen. Die werden ja erst abgeerntet, wenn der erste Frost so da war, beziehungsweise dann kann man sie auch noch mal drin lassen. Da ist ja das Ziel, die Knollen zu ernten. Haben wir auch ein paar Videos zu. Aber wir wissen, die werden sehr, sehr groß. Das passt also. Neben den Zucchini-Pflanzen seht ihr schon das Grün hier. Ja genau, das Netz ist abgekommen. Mit Schädlingen wie der Zwiebelfliege ist es jetzt so durch. Und wir denken mal so, die Ernte dürfte so in 2 bis 3 Wochen, je nach Wetterlage natürlich, also erfolgen. Von daher ist hier alles im Lack. Was kommt hier als nächstes hin? Wir haben vor, nach der Zwiebel als Kultur die dicken Bohnen anzubauen. Die werden, wie ihr das von uns kennt, natürlich vorgezogen, haben dann Vorsprung und kommen dann hier in das Beet rein. Neben der Zwiebel seht ihr schon ganz viel Grün und Laub. Das ist unser Sojabohnen-Experiment. Aber da erzähle ich jetzt mal nicht so viel zu. Das wird bis in den September, vielleicht sogar Oktober, je nach Wetter, stehen bleiben. Und neben unseren Sojabohnen, da steht der Knollensellerie. Der wächst auch locker bis in den Herbst hinein. Von daher ist da auch alles im Lack. Und neben dem Knollensellerie seht ihr schon, da stehen Kartoffeln. Wenn wir die Kartoffeln abgeerntet haben, dann wird als Folgekultur hier bei uns der Spinat dort einziehen. Und neben dem Sellerie, später dem Spinat, da haben wir verschiedene Kübel stehen. Da steht Winterkohl drin, da ist Rosenkohl dabei, aber auch der Wirsing, der späte Wirsing ist da drin. Winterkohl sagt sie ja im Endeffekt schon aus, das bleibt auch eine ganze Weile stehen. Hier im neuen Gemüsegarten macht das Gärtnern so richtig Spaß. Es ist so viel Sonne da und das danken uns auch unsere Feigen. Unsere Feigenbäume, wir haben hier 2 große, sind so voll mit Feigen und ich freue mich schon riesig darauf, denn wenn die reif werden, werden die so lila und weich und süß und richtig, richtig lecker. Also Feigen im Garten, das ist auf jeden Fall ein total empfehlenswerter Tipp. Vor den Feigen seht ihr 2 Reihen von Gemüse stehen. Da ist die rote Beete drin und da ist auch der Fenchel drin. Das wächst auch ganz wunderbar. Und davor, da hatten wir ja den Spinat stehen. Da kam jetzt hinterher der Stangensellerie in Rot rein. Ein Geschenk aus Erftstadt. Von wem nochmal? Von dir vielleicht? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Den lassen wir da wachsen. Mal gucken, wie das so wird. Und neben dem Stangensellerie, da stehen jetzt hier die Winterporree-Stangen. Ihr wisst, Winterporree haben wir auch in Hochbeet Nummer 4 gesetzt. Wir wollen jetzt einfach mal testen, was wächst besser. Der Winterporree-Fräse aus unserem Shop in der Erde oder eben im Hochbeet. Und daneben steht eine Mischkultur von Tomaten und Basilikum. Es sind ja recht große dabei. Es sind Freilandtomaten, verschiedene Sorten, die wir dort testen. Und unten am Boden steht der violette und auch der grüne Basilikum. Der Stangensellerie und der Winterporree und die Freilandtomaten machen sich ganz gut zusammen. Der Winterporree ist natürlich winterhart, das heißt, der wird noch eine ganze Weile den Winter über da stehen bleiben. Daneben sieht es etwas verwelkt aus. Das ist der Knoblauch, der ist jetzt erntereif. Den ernten wir jetzt so versetzt und spätestens im August werden wir den komplett abernten und dann in Zöpfe flechten, wenn dann noch was übrig ist. Der schmeckt jetzt so frisch geerntet, zubereitet, erwärmt, sehr, sehr mild. Selbst unsere kleine Maus, die isst den Knoblauch gerne einfach so. Also zum Essen, schwupp, isst sie eine Zehe Knoblauch. Ich finde das total erstaunlich, aber auch super toll.
Wenn der Knoblauch da abgeerntet ist, dann werden da Erdbeeren einziehen. Wir haben direkt daneben hier unser Erdbeerbeet, der Corona, die steht da schon 3 Jahre drin. Da seht ihr schon, hier sind überall so ein paar Stöckchen drin. Da haben wir die Pflanzen markiert, die die meisten Blüten hatten, aber auch die leckersten Erdbeeren. Weil genau von denen möchten wir die Kindeln, also die Ableger nehmen, um dann direkt neue Pflanzen hier in das jetzige Knoblauchbeet dann reinsetzen zu können. Am Ende von unserem Erdbeerbeet habe ich noch eine Pflanze einfach reingesetzt, die ich über hatte. Eine meiner Lieblinge, die Pepino. Die sah erst ganz, ganz schlecht aus. Ein paar Blüten waren dran und jetzt hat sie tatsächlich 3 so kleine Früchte. Mit den Pepinos sieht es dieses Jahr irgendwie bei uns ja langsam aus, sage ich mal. Mal gucken, was da noch kommt. Ich habe ja von Martin, den ich über Instagram kenne, unten in der Infobox verlinkt, Samen von einer violetten Pepino bekommen. Da haben wir 2 Pflanzen. Eine sieht auch ganz gut aus und die hat jetzt erst die ersten Blüten. Ich hoffe, da kommt was, weil so eine violette Pepino würde ich ja doch ganz gerne mal probieren. Die Blumenwiese hier erfreut total mein Herz. Hier sind so viele verschiedene Pflanzen drin, zum Beispiel eine lilane Schafgarbe, eine weiße Schafgarbe, die weiße hier, die ist so groß geworden. Die habe ich mal ursprünglich von unserer Heilpraktikerin vor 3, 4 Jahren bekommen oder so. Einfach eingepflanzt und jetzt ist sie, ja, hat sich richtig gut gemacht, verbreitet. Und hier summt und brummt es, es sind dauernd Hummeln in den Sonnenblumen. Also wenn ihr irgendwo ein Stückchen frei habt, macht einfach so eine Wildwiese. Das ist ja ein Geschenk an die Natur und da haben wir auch wieder was von. Hier stehen verschiedene essbare Blüten dabei, die ich selten, aber ab und an ganz gerne für einen besonderen Anlass, für den Teller auch mal pflücke. Zum Beispiel die Cosmea hier in den verschiedenen Farben oder auch die Ringelblumen sind hierbei. Der Borsch oder Borret steht hierbei, Kornblumen in verschiedenen Varianten, das ist super. Und da hinten in der Ecke ist auch noch die japanische Weinbeere, ein Ableger, den wir vom Ralf, vom Selbstversorgerkanal, geschenkt bekommen haben. Danke Ralf nochmal. Die macht sich prächtig bei uns. Die hat jetzt schon viel mehr Früchte als letztes Jahr. Ich denke mal, die wird von Jahr zu Jahr ja immer weiter wuchern und die ist sehr lecker. Unsere kleine Maus mag die sehr gerne. In unserem neuen Gemüsegarten hat sich ja so viel verändert und nicht zu vergessen ist hier unser Hochbeet Nummer 4, also das vierte Hochbeet, was wir gebaut haben. Was ist da jetzt drin? Hier vorne seht ihr ein wucherndes Grün, das sind unsere Gurken, Vorgewürztraube. Daneben steht Eissalat, offener Eissalat und zwar rot, den haben wir in Erfstadt geschenkt bekommen, der macht sich ganz gut. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Daneben haben wir Buschbohnen gepflanzt, auch die machen sich gut. Vielleicht habt ihr es noch mitbekommen, hier steht noch der Winterporree, den wir zusammen eingepflanzt haben. Der hat sich aufgerichtet, der ist gut angewachsen, das lässt auf eine gute Ernte hoffen. Und daneben steht der Mangold, auch der ist bis auf eine Pflanze angewachsen, aber das kommt noch. Was außerdem hier noch im Hochbeet steht, ist eine besondere Variante von Spinat. Lieber Richard, wir haben diesen Spinat eingepflanzt, er wächst, er ist ein Geschenk von dir. Wie heißt der nochmal? Schreib uns das gerne mal unten in die Kommentare. Und liebe Community, ich finde den Austausch in den Kommentaren, auch wenn ihr euch untereinander schreibt, richtig, richtig toll. Also wenn ihr unsere Videos mögt, dann lohnt sich auch mal ein Blick in die Kommentare, wie der Austausch da ist. Viele Fragen wiederholen sich oder manchmal treffen sich auch Leute zusammen. Das lohnt sich. Apropos Community. Wir hatten ja letztes Mal beim Bilderrätsel gefragt, welche Pflanze ist das und dieses Buch vom Verlag Löwenzahn zur Verfügung gestellt bekommen. Die Pflanze, die ihr letztes Mal eingeblendet bekommen habt, tatsächlich, das war einfach eine Brennnessel. Ein Superfood aus unserem Garten, den ihr wahrscheinlich auch habt. Und erraten haben es sehr, sehr viele oder gewusst haben es sehr, sehr viele. Wer das Buch jetzt gewonnen hat, das schauen wir jetzt mal zusammen kurz im Random Picker. Erstmal das Video einladen, damit wir auch die richtigen Kommentare haben. Haben wir. Und gewonnen hat Annette Jacobs. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei uns, damit du das Buch ganz bald in den Händen hältst. Liebe Annette, herzlichen Glückwunsch. Du hast das Buch gewonnen. Schreib uns gerne eine E-Mail mit deiner Adresse. Wir werden uns noch was überlegen zum Verifizieren. Und dann kann das Buch ganz, ganz bald zu dir kommen. Ich hoffe, du hast es noch nicht. Ansonsten ist es auch ein schönes Geschenk für einen anderen Gartenfreund. Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Buch. Wir lieben ja Bilderrätsel und auch jetzt haben wir wieder ein Rätsel für euch. Diesmal gibt es jetzt wieder nur eine Saatguttüte aus unserem Shop auszusuchen, zu gewinnen. Und das Rätsel heißt wieder, welche Pflanze ist das? Wir blenden euch jetzt eine Blüte ein von einer Pflanze hier aus unserem Garten. Und ihr könnt mit dem Hashtag Bilderrätsel auch unter diesem Video einfach teilnehmen. Das Gewinnspiel hat wie immer nichts mit YouTube oder sonst wem zu tun. Das ist auf unserem Mist gewachsen. Ja, und ich hoffe, ihr habt Spaß daran zu raten und auch teilzunehmen. Schreibt einfach unter das Video, was ihr denkt, was das für eine Blüte sein könnte. Wir machen ein bisschen weiter. Wir schauen mal hinter mir in dem Gartenteil, was da so los ist.
Jetzt sind wir in unserem Urban Gardening Gartenteil. Hier ist der Boden verdichtet, wir haben Wurzeln drin, da kommt man nicht rein. Deswegen haben wir hier verschiedenste Kübel, Hochbeete stehen und können trotzdem Gemüse anpflanzen. Die Kübel haben natürlich Löcher im Boden, damit das Wasser abfließen kann. Und die Frage nach unseren Kartoffeltonnen kommt ja auch öfters. Was sind das für Tonnen? Es sind einfach Wellbleche, die zu einem Zylinder zusammengeformt sind, unten komplett offen, einfach mit Schrauben und Muttern verbunden und schwupp hat man wunderbare Kartoffeltonnen. Die Kartoffeln wachsen, die sind jetzt oben angekommen und irgendwann, wenn sie dann ja erntereif sind, werden wir sie beernten. Ich freue mich schon drauf, wie der Ertrag dann dieses Jahr auch aussieht. Und wenn die abgeerntet sind, dann kommen da verschiedene vielleicht noch Salate rein, aber vor allen Dingen werden wir Kohlpflanzen reinsetzen. Haben wir bisher immer so gemacht, hat ganz gut geklappt. Hier vor mir seht ihr ja ein kleines Trauerspiel und ich glaube, da brauchen wir mal euren Rat. Hier stehen hauptsächlich Paprikapflanzen drin und okay, der Mai war sehr, sehr kalt und so Paprikapflanzen brauchen ja in der Regel sowieso länger, bis sie richtig in Fahrt kommen, richtig in Gang kommen, aber das hier, ja, kommt das noch? Was meint ihr? Oder habt ihr vielleicht einen Tipp? Wir haben alles so gemacht wie sonst auch immer, es sind gute Sorten dabei, aber die Ananaskirsche, die dazwischen steht, die macht sich auch nicht so gut und die Pimientos, also Pimiento del Padrón. Ich wollte endlich mal milde haben, habe ja gelernt, dass es Sorten gibt und ja, sie sollte mild sein, sie ist trotzdem scharf. Habt ihr Saatgut, was wirklich milde Pimientos hergibt? Da hätte ich gerne Tipps von euch. Und hinter diesen Kübeln haben wir ein Beet, was ja jetzt im Moment brach liegt. Das ist gemulcht mit den Resten von der dicken Bohne. Da standen die dicken Bohnen, die haben wir abgeerntet. Die waren sehr lecker. Ein Teil davon ist auch in den Froster gelandet. Wir werden wieder, habe ich ja vorhin schon erzählt, dicke Bohnen anbauen. Und jetzt als Folgekulturen kommt dann eine Mischkultur drauf von Endivien und Radicchio zusammen mit Winterkohl. Also Blumenkohlspät, Chinakohl oder auch Wirsingspät, Rosenkohl, Grünkohl, mal gucken, was wir da noch so finden. Da müssen wir noch überlegen, wie wir es genau machen. Aber so ungefähr soll da eine Mischkultur entstehen. Auf der einen Seite haben wir noch unsere Schubkarre stehen mit einer Melone, gemulcht mit Steinen. Das sieht auch ganz gut aus. Die hat die ersten kleinen Früchte. Unsere Low-Budget-Hochbeete sind auch voll bestückt. Die Markerbsen sind da drin und die sind jetzt ja erntereif. Wir haben schon viel geerntet, aber jetzt ist es Zeit, die komplett anzuernten und gegebenenfalls einzufrieren oder halt eben direkt zu essen. Die kann man ja auch roh wunderbar essen. Die sind so süß, die sind lecker. Also Markerbsen und Zuckererbsen dürfen im Selbstversorgergarten nicht fehlen. Was steht sonst noch so drin in den Low-Budget-Hochbeeten? Zum einen der Sellerie, der Knollensellerie, der wird ja auch nochmal größer. Und bis zu den ersten leichten Frösten wird er auch stehen bleiben. Richtig frosthart ist er ja nicht. Vorher kommt er raus. Aber wir ernten ja immer ganz gerne versetzt und da klappt das ganz gut. Daneben stehen hier noch vorne Pastinaken und Möhren, ein paar Zwiebelchen dazwischen und hinten haben wir auch noch Schwarzwurzeln stehen. Die sind natürlich auch winterhart. Ihr Lieben, unter uns YouTubern und Filmemacher lernt man sich gegenseitig kennen und es gibt von uns einen befreundeten Filmemacher, der ist noch sehr jung, das ist der Jonas Streil und der wächst von Jahr zu Jahr, der hat tolle Projekte vor, der hat den Anspruch des Kinofilms und der braucht jetzt ein bisschen Unterstützung. Der ist gerade dabei, einen Pilotfilm zu machen zu wollen und hat ein Crowdfunding dran. Das ist ein Film mit einem, ich sag mal, ganz besonderem Gnom, ich habe ihn schon gesehen. Es geht um Animatronik, also eine Technik, die ein bisschen ja aus dem Fokus gegangen ist, wo wirklich eine Puppe erstellt worden ist, mit ganz, ganz viel Aufwand, wo es Puppenspieler gibt, im Genre kann man vielleicht sagen Dark Fantasy. Und der erste Teil, den haben die schon abgedreht, es sind richtig tolle Bilder dabei, also echt professionell. Aber es ist halt eben ein junger Filmemacher, der noch ein bisschen angewiesen ist auf die ein oder andere Unterstützung. Und wie funktioniert Crowdfunding? Vielleicht kennt ihr das noch nicht. Crowdfunding ist eine Möglichkeit, was ja viele junge Leute machen, was ich auch gut finde. Ich habe auch schon die ein oder anderen unterstützt. Und vom Ablauf her ist es so, die haben sich ein Ziel gesetzt von einer Summe und einen gewissen Zeitraum festgesetzt. Und es läuft so ab, dass man je nachdem, was man ja spendet oder bezahlen möchte, unterschiedliche Abschnitte eingeteilt werden, dass man sagt, ich gebe 5 Euro, dafür bekomme ich das und das. Ich gebe 50 Euro, dafür gibt es das und das. Bei uns unter dem Video in der Infobox findet ihr den Link zu dieser Crowdfunding-Kampagne. Da kann man ganz genau nachlesen. Es gibt wirklich richtig coole Sachen, die sich ausgedacht haben. Man kann sich sogar quasi als Unterstützer mit hinten in dem Film nennen lassen. Aber es gibt noch ganz viele andere tolle Sachen mehr. Ich finde es eine super Sache, wenn junge Leute sagen, ich gehe nach vorne, ich habe ein Projekt, ich habe Herzblut dabei, ich möchte es nach vorne bringen. Und wenn die Leute dann auch noch gut sind und mit vollem Elan dabei sind, dann finde ich, ist das eine unterstützenswerte Sache. Von daher würde ich euch bitten, da mal reinzugucken, ob das vielleicht was ist, was euch auch interessiert und dann gegebenenfalls dem Jonas Streil so ein bisschen unter die Arme zu greifen und euch gemeinsam mit uns auf den fertigen Film zu freuen.
Werfen wir noch mal einen Blick hier unter den Carport. Was besonders schön ist dieses Jahr, ist der Wein. Der Wein wächst und wächst und wir haben gestern Abend noch drüber gesprochen. Oh, letztes, als wir den eingepflanzt haben, gefühlt, waren noch nur so wenige dran und jetzt regelmäßig geschnitten und gepflegt. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, wenn alles gut geht, eine riesige Weintraumernte von kernlosen, leckeren Weintrauben. Da freue ich mich sehr drauf. Hier in den beiden Hängetöpfen, vielleicht seht ihr es, sind zwei Mini-Chilis drin. Auch die haben wir geschenkt bekommen in Erftstadt. Ich bin mal gespannt, wie die sich machen. Das Kernthema hier ist aber definitiv die Tomate. Unsere Tomatenpflanzen sind dieses Jahr, ich sag mal, sehr unterschiedlich unterwegs. Der Großteil wächst wunderbar, hat die ersten Fruchtansätze dran. Die sind auch sehr, ja, sehr groß, sehen gut aus, sehen gesund aus. Aber wir haben ein paar sortenabhängig, denke ich mal, Tomatenpflanzen dabei, die, ja, was soll ich sagen, da sind unten die Blätter, werden braun, sterben ab. Das hatten wir noch nie. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Da müssen wir mal gucken, wie die sich weiterentwickeln. Hier vor mir stehen noch die ein oder anderen Pepino-Pflanzen. Da würde mich auch interessieren, wie geht's den Pepinos bei euch? Hier sehe ich erste Blütenansätze, erste Mini-Fruchtansätze. Da hoffe ich mal, dass es noch warm genug wird dieses Jahr, dass wir auch mal zur Ernte kommen. Ansonsten heißt es überwintern, nächstes Jahr neues Glück. Mal gucken. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal zusammen unseren alten Gemüsegarten an. Ihr seht schon, wir sind jetzt im alten Garten Gemüse, also im alten Gemüsegarten, so heißt es korrekt. Und hier vorne in Hochbeet Nummer 3, in dem Planwagen. Ihr habt es ja mitbekommen, wie wir den gepflanzt haben, denke ich mal. Der Sommerporree steht da drin. Hinten haben wir den Winterporree. Dadurch können wir uns, naja, von so jetzt Juli bis März nächsten Jahres regelmäßig mit Porree versorgen. Also ich ernte jetzt auch schon mal ganz gerne einfach dünnere Stangen. Ja, mein Gott, kein Problem, die sind trotzdem lecker. Und somit kann ich immer und immer wieder Porree-Stangen beernten und kann immer mal eine leckere Quiche oder so machen. Neben dem Sommerporree, der Hillary, stehen unsere Möhren. Die Möhren haben wir immer wieder ausgedünnt und ernten wir regelmäßig, so wenn wir mal welche haben wollen, frische Möhren vor allen Dingen. Und die werden hinterher einfach gemulcht, so wie wir das letzte Mal hier gemacht haben, letztes Jahr. Das funktioniert hier bei uns wunderbar. Es ist mild genug. Wir mulchen die und können ja den Winter über immer Möhren rausziehen, wenn wir Bock drauf haben. Und solange die da drin stehen jetzt gerade, wo es noch so warm ist, wachsen die eh weiter. Daneben, seht ihr schon, sind die Markerbsen. Das gleiche Spiel wie drüben bei den Low-Budget-Hochbeeten. Die werden abgeerntet und die freie Fläche werden wir, ja, ich denke mal, den ein oder anderen Salat nachsetzen. Schauen wir mal. Dann ist das hier eigentlich soweit ganz gut, würde ich sagen. Ihr habt es eben schon mitbekommen, ich habe hier rumgewerkelt, bin schon am Ernten. Vielleicht geht es euch ähnlich. Wenn ihr Buschbohnen vor eurer Nase habt, die geben ja so viel Ertrag ab. Das ist ja Wahnsinn. Hier in diesem Hochbeet Nummer 2 haben wir jetzt einmal die gelbe, die Helios. Und da drüben auf der anderen Seite die grüne, die Saxa. Und wir können hier alle ein, zwei Tage durchgehen und holen immer so viele Buschbohnen raus. Gott sei Dank sind die bei uns in der Familie sehr beliebt. Was mache ich jetzt beispielsweise damit? Klar, einen Teil werde ich einfrieren, aber einen anderen Teil packe ich einfach in den Dämpfer, also einen Topf, Dämpfeinsatz, die Buschbohnen da rein, schön fertig gedämpft und dann kommt da so eine pflanzliche Mayonnaise drum, ein bisschen Bohnenkraut aus dem Kräuterbeet. Meistens mache ich so viel, dass es eigentlich für 2 Tage reichen müsste, aber naja, meistens ist es dann auch nach einem Tag auch schon wieder weg. Wenn diese Buschbohnen alle abgeerntet sind, wenn die weg sind, was kommt als Folgekultur dann rein später? Wir wissen es noch nicht so ganz genau, vielleicht sind so ein Asiasalat oder ein Feldsalat oder vielleicht auch, was könnte man noch machen als Variante? Genau, Spinat könnte man noch reinmachen. Da drüben Hochbeet Nummer 2, wie gesagt, voll mit Buschbohnen und daneben haben wir natürlich noch ein paar mehr Beete. Fangen wir neben dem Hochbeet an. Da drin ist der Stangensellerie, der wächst ganz gut. Dann neben den ganzen Blumen standen auch ganz viel Kohlrabi. Die Kohlrabi sind abgeerntet. Da kommen, glaube ich, jetzt noch demnächst als Folgekultur ein paar Buschbohnen rein. In den nächsten Beet seht ihr noch ein bisschen grün. Da steht der Calinaro, ein Brokkoli. Da haben wir größtenteils die Köpfchen alle abgeerntet. Macht aber nichts, den lassen wir stehen, weil der bildet ganz viele kleine Röschen nach, die man dann auch noch beernten kann. Daneben wiederum seht ihr noch ein paar grüne Blätter, die so hochgehen. Da stehen noch ein, zwei Blumenkohlpflanzen drin, die noch ein bisschen brauchen. Aber der Großteil ist hier auch schon abgeerntet. Den essen wir übrigens auch sehr gerne in einem Curry einfach. Und hier auf dieser Seite steht noch ein bisschen was drin. Vor allen Dingen die Weißkohlköpfe, die wahrscheinlich erst im September richtige Köpfe bilden. Es ist ja hier ein bisschen schattiger. Wenn das alles abgeerntet ist, dann kann man noch was nachsetzen. Was könnte man nachsetzen? Beispielsweise dicke Bohnen in der zweiten Runde oder Buschbohnen oder ab August vielleicht auch Salat. Nee, gar nicht wahr, Spinat.
Hier in diesem Beet direkt vor mir seht ihr es, das ist nicht ganz so gut jetzt groß geworden. Die sind noch relativ klein, das sind Mangoldpflanzen. Die sehen auch ein bisschen zerrupft aus. Hier ist wie gesagt nicht so viel Sonne. Hier sind viele Tauben unterwegs, die finden Mangold anscheinend auch ganz klasse. Eine Pflanze ist auch geschossen. Naja, wir probieren es aus. Ist nicht so schlimm, ist ja trotzdem noch genug da. Und neben den Mangoldpflanzen ist wieder so ein Experiment. Da sind Grünkohlpflanzen drin. Wir haben mal gelesen, dass man die auch ein bisschen schattiger, halbschattiger anbauen kann. Und genau das testen wir jetzt. Und hinter dem Grünkohl sind auch wieder Buschbohnen. Die sind ordentlich viel kleiner, macht aber nichts. Da hinten auch Buschbohnen, eben im schattigeren Anbau. Da ist der Erntezeitpunkt halt eben etwas später weiter hinten. Macht aber auch nichts. Versetzte Ernte kommt bei uns ganz gut. Neben den Buschbohnen, könnt ihr vielleicht ganz gut sehen, sind rote Beetepflanzen drin. Die brauchen auch ein bisschen länger. Und neben den rote Beetepflanzen sind Möhren eingepflanzt, haben wir zusammen gemacht. Die sind gut gekeimt, aber das ist jetzt Zeit, die auszudünnen. Also immer zu gucken, dass die Möhren, die wir drin lassen, genug Platz haben, um zu wachsen. Also ich denke mal so Oktober, November könnte es werden mit der Ernte. Schauen wir mal. Was aber total erfreulich ist, da hinten sind unsere Himbeeren. Wir hatten noch nie so gute Himbeeren, das sind Sommerhimbeeren, wie dieses Jahr. Die sind so aromatisch, die sind lecker, da sind fast gar keine Würmer drin. Die sind richtig toll. Also jeden Tag geht es hier ins Himbeerbeet, vor allen Dingen mit der kleinen Maus, und dann werden Himbeeren geerntet. Ihr seht schon neben mir diese großen grünen Pflanzen. Genau, das sind Maispflanzen in Kombination mit Stangenbohnen und Kürbispflanzen. Milpa, ganz klassisch. Der Mais sieht gut aus, würde ich sagen, oder? Warten wir mal ab, wie es da weitergeht. Und neben dem Mais, da hinten in der Ecke, da haben wir eine Gurke stehen. Und zwar ist das die Gurke Tanja. Die haben wir schon lange bei uns im Programm und die ist super. Da brauche ich nämlich kein Gewächshaus für. Allerdings muss ich die regelmäßig gießen. Die braucht immer wieder ordentlich Wasser, am besten jeden Tag. Und dann klappt das auch mit den Gurken. Gurken haben wir aber nicht nur hinten hier im alten Gemüsebeet, sondern auch im Gewächshaus. Und da schauen wir jetzt mal vorbei. Hier in unserem Gewächshäuschen hat sich wieder was getan. Was ist da jetzt los? Wie eben angesprochen, haben wir da eine Gurke drin, und zwar ist das die Arola. Eine Zuschauerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass sie die in unserem Sortiment vermisst. Haben wir uns angeschaut, haben gesagt, oh, das könnte passen. Probieren wir gerade dieses Jahr aus, und bisher sind wir auch begeistert. Die wächst wunderbar, die soll eine ganz lange Zeit sich halten und lange Früchte schenken. Und die, die jetzt schon dran sind, sind auf jeden Fall sehr lecker. Es sieht also gut aus, wenn die dieses Jahr gut übersteht, dann werden wir die bestimmt in unser Sortiment, in unserem Shop aufnehmen. Außer dem Gewächshaus haben wir noch die Metabohne, die Canetti, die haben wir auch dieses Jahr aufgenommen. So ein bisschen als Inspiration, es gibt immer noch die Rigotti-Challenge. Macht ihr mit? Wie sieht's aus mit eurem Spaghetti-Bohnen? Unsere hat jetzt die erste Blüte gebildet. Ich hoffe mal, dass sie jetzt richtig Gas gibt und noch ein paar mehr macht. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Spaghetti-Bohne, die man roh essen kann. Neben dem Gewächshaus ist auch was los. Was haben wir da? Rotkohl und Weißkohl. Die Sonne blendet ein bisschen. Nicht, dass ihr denkt, ich gucke grummelig oder so. Daneben haben wir auch noch Buschbohnen stehen, da sind die ersten Früchte dran. Wir haben auch noch Mangold dabei stehen. Der wächst hier ganz gut, den lassen die Tauben komischerweise in Ruhe. Und rote Beete haben wir auch da stehen. Aber da, naja, da geht sie in Blüte, da schießt sie, fühlt sie sich vielleicht nicht ganz so wohl. Vor diesem Beet haben wir auch noch so einen Tisch mit den ein oder anderen Jungpflanzen stehen. Ihr seht das einfach in der Einblendung, guckt euch das gerne mal an. Und hier neben mir habe ich noch Hochbeet Nummer 1. Hochbeet Nummer 1 war ja unser erstes Hochbeet. Es ist immer noch ja, sehr geliebt von uns. Es ist super praktisch hier in der Nähe vom Haus. Was haben wir angebaut? Da ist auch der Brokkoli, der Calinaro drin. Habe ich eben schon mal erzählt, haben wir im Gemüsegarten. Und selbst wenn man die Haupternte dann weg hat, wenn man vor allen Dingen zwei Beete hat, kann man regelmäßig ernten. Sodass bei uns ist es so, dass wir einmal in der Woche locker Brokkoli essen. Und was soll ich sagen? Unsere kleine Gärtnerin liebt diese kleinen, sie sagt Bäumchen. Die werden einfach gedämpft und dann isst sie sie so als Fingerfood. Das klappt gut. Bei euren Kids vielleicht auch. Wenn ich dann noch weiter schaue, seht ihr so viele Bällchen. Wir haben da die Ishi, die Lauchzwiebel, stehen lassen, ausblühen lassen. Und gerade diese riesigen Blüten sind ein Magnet gewesen oder sind es teilweise immer noch für Bienen, für Hummeln, für andere Insekten. Das ist echt schön. Und die kleinen Lücken, die dazwischen immer sind, da pflanzen wir immer regelmäßig Salate nach. Ihr wisst ja, wir haben immer so eine Salatplatte, da sind die Jungpflanzen drin. Und wo Platz ist und wo es passt, da setzen wir Salat nach. Wir essen halt eben gerne Salat.
Vor langer Zeit haben wir mal einen Tipp von einem von euch bekommen, die Kräuter auch vors Gewächshaus zu pflanzen. Was hat sich bewährt? Das behalten wir bei. Das lohnt sich. Und schaut mal links und rechts von mir, gerade für unsere kleinen Zuschauer, wächst hier, ihr erkennt es bestimmt, genau, es sind keine Gänseblümchen, es ist keine Margarete, es ist Kamille. Die echte Kamille, wenn ich sie im Garten habe oder draußen habe, kann ich wunderbar einfach die Blütenköpfe ernten und trocknen und habe dann ja, eine tolle Grundlage für beispielsweise Tee. Wenn ich entweder Halsschmerzen habe oder erkältet bin, dann ist so Kamille eine ganz wunderbare Sache. Vielleicht auch gerade schön, als Kinder mit Eltern zusammen mal so ein Projekt umzusetzen, einen eigenen Kamillentee. Wie kann ich denn jetzt die echte Kamille ja, überhaupt erkennen? Zum einen hat die Kamille, die echte, so einen, ja, ich würde schon fast sagen, so einen kleinen Hügel, so einen Zylinder nach oben als Blüte, das Gelbe hier, ja, der Kern. Und wenn ich die so zerreibe zwischen den Fingern, ich bin jetzt mal ganz, ganz grob, und ich rieche dann habe ich den ganz typischen Kamillengeruch, den hat die unechte Kamille nämlich nicht. Also einmal die Form und einmal der Geruch und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Öfters kommt ja auch immer die Frage, wie sieht's aus mit der versetzten Ernte? Wie macht ihr das? Schauen wir mal, was bei unseren Jungpflanzen so los ist. Das Thema versetzte Ernte beinhaltet natürlich auch, dass ich immer schaue, dass meine Beete bestellt sind. Also sobald Lücken auftauchen oder Beete abgeerntet sind, dass da was nachkommt. Sodass ich immer meine Beete bestellt habe und immer regelmäßig was ernten kann. Ich muss ja zugeben, dieses Thema erfordert auch ein bisschen System und ich alleine würde das gar nicht auf die Kette kriegen. Das heißt, das ist das Steckenpferd von meinem Mann, der jetzt gerade hinter der Kamera steht und der hat das im Blick. Aber ich möchte euch erzählen, was er mir erzählt hat. Diese Grünkohlpflanzen hier sind im Mai ausgesät worden. Das heißt, er hat frühzeitig geplant. Die können jetzt zum Beispiel in die Beete rein, wo vorher Erbsen oder auch dicke Bohnen gestanden haben. Dicke Bohnen für die zweite Runde haben wir auch schon gerade ausgesät. Und ebenso Jungpflanzen haben wir hier von Buschbohnen. Die sehen jetzt ungefähr so aus. Kulturen, die natürlich lange brauchen, wie der Grünkohl und auch der Rosenkohl, der hier schon steht, die muss man ein bisschen im Auge halten. So auf dem Jungpflanzentisch nicht einfach die kleinen Töpfchen nehmen, stehen lassen, vergessen, sondern auch die wollen bis dahin dann gepflegt werden. Wenn zum Beispiel die Pflanzen ein bisschen schwächeln, wie hier zum Beispiel, ist es doch mal die Frage, ob die vielleicht einfach nachgedüngt werden wollen, weil die müssen ja doch eine etwas längere Zeit in so einem Pöttchen aushalten, deswegen auch so ein großes Pöttchen, die sind also umgetopft, damit die genug Platz haben, genug Nährstoffe haben, so lange auszuhalten, bis sie halt eben ins Beet können oder in die Lücken, die entstehen. Das funktioniert ganz gut, das macht mein Mann schon länger so und auf diese Art und Weise habe ich in der Küche keine Langeweile. Wir kommen nun langsam zum Ende vom Gartenrundgang. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen können, was hier jetzt gerade im Garten-Gemüsekiosk so los ist. Ich hoffe, ihr schaut mal bei der Crowdfunding-Geschichte vom Jonas Strei rein. Es sind noch 21 Tage, solange das läuft. Unter dem Video in der Infobox ist ein Link. Und was soll ich sagen? Für uns kommt jetzt eine etwas spannende Zeit. Wir werden in die Sommerpause gehen. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert wird, vielleicht 3 oder 4 Wochen. Wenn ihr auf YouTube die Glocke aktiviert habt, dann werdet ihr auf jeden Fall sofort mitbekommen, wenn wir wieder online sind. In dieser Sommerpause werden wir mal nach neuen Videoideen schauen. Wir werden mal ein bisschen runterfahren, den einen oder anderen Familientag erleben, vielleicht noch ein bisschen uns auch von der Garten- und Videoarbeit erholen. Aber wie ich uns kenne, haben wir wieder ganz viele neue Ideen und werden neue Sachen auf die Beine stellen. Ich bin gespannt, wie das weiterlaufen wird. Und auch euch wünschen wir einen schönen Sommer, auch einen schönen Urlaub, schöne ruhige Tage, vielleicht im Garten. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Zeit mit den Liebsten, mit der Familie. Das ist ja im Kern das, was echt wichtig ist. Ich hoffe, der Gartenrundgang hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns wie immer. Damit quittiert ihr unsere Arbeit und motiviert uns weiter. Macht gerne beim Bilderrätsel mit. Vielleicht wisst ihr, was es für eine Blüte war. Und vielleicht habt ihr auch Lust, weiterzuschauen. Wir haben noch ein bisschen was. Und zwar sind es 2 Sachen. Das eine ist eine DVD, ein Film zum Thema Saatgut, den wir euch ans Herz legen möchten, den wir echt wichtig finden. Unser Saatgut, wir ernten, was wir sehen. Das sind 94 Minuten geballte Information. Ein bisschen künstlerisch angehaucht. Am Anfang kann man vielleicht denken, hör, wie ist das denn aufgemacht? Aber schaut ihn unbedingt zu Ende. Man kann ihn recht günstig als DVD erwerben. Es ist ein Film, den man, wenn man Selbstversorgung betreibt, nach unserer Meinung
auf jeden Fall gesehen haben sollte. Das ist ein toller Filmtipp für unsere Sommerpause. Ich bin gespannt auf euer Feedback zu dem Film Unser Saatgut, wir ernten, was wir sehen. Da kriege ich übrigens auch kein Geld für, es ist keine Werbung in dem Sinne, sondern ein Thema, was uns am Herzen liegt. Der andere Filmtipp ist in eigener Sache, was soll ich sagen, wir haben es selber noch nicht gesehen und sind ein bisschen nervös. Letztes Jahr war das Fernsehteam bei uns, und zwar konkret der WDR. Vielleicht kennt ihr die Serie Land und Lecker, wo so ein paar Damen sich gegenseitig besuchen. Es gibt jetzt demnächst die Variante Lecker Garten unter anderem, und bei der ersten Staffel Wert rot, sind wir dabei. Es gibt also 4 Sendetermine. Das startet am 15.07. Das ist immer montags um 21 Uhr auf dem WDR. Und ich glaube, die 3. Folge ist die, die bei uns gedreht worden ist. Es waren 5 Tage, wo wir hier Kamerateams und Autoren und hast du nicht gesehen hatten. Es war sehr aufregend für uns. Und ich bin jetzt einfach mal mutig. Es läuft ja eh im Fernsehen. Wir haben es noch nicht gesehen. Wenn ihr was in der Sommerpause vom Garten-Gemüse-Kiosk schauen möchtet, dann wäre das vielleicht ein Tipp. Die genauen Daten schreiben wir auch nochmal in die Infobox unter dieses Video. Oh, ich bin total nervös. Vielleicht merkt ihr es ja. Also, habt einen schönen Sommer. Wir genießen unsere Sommerpause. Wir freuen uns darauf, mit neuer Kraft wieder zurückzustarten. Und wenn ihr weiterschauen möchtet, wir haben euch was verlinkt. Einmal hier oben den Trailer zu dem Film, den ich eben gerade erwähnt habe, zum Thema Saatgut. Und einmal unten hier einen Link zu unserem Film, zu einem Gartenrundgang im August bei Nacht. Macht's gut! Habt es fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!